Hi miteinander, ich bin's, der Fisch da. Und ich sitze da unter einem ganz, ganz, ganz großen Tannenbaum und bin aber kein Weihnachtsgeschenkle, sondern ich bin so bunt, weil es hier in der Welt so kalt ist. Deshalb habe ich mir mal meine Wintergarderobe angezogen und natürlich auch eine schöne Weihnachtsmütze auf. Hui, da kann man Schlittschuh laufen. Schön. Ich bin da auf dem Weihnachtsprojekt-Server von Bergwerk Labs Community, wenn die da einen Server gemacht. Boah, ist der hoch. Hui. Und ja, da Hanne schneit's. Da ist alles ziemlich weihnachtlich, winterlich. Und dahinter gibt's nur heiße Kartoffeln. Wunderbar. Ja, das spiele auf jeden Fall einige von der Bergwerk Labs Community. Und ich darf auch mitspielen. Da fliegt jemand. Sowas. Ist bestimmt ein Mod oder so. Und ja, wir laufen einfach mal da ein bisschen rum und gucken uns um. Was ist denn das da? Ihr seid nicht mehr sicher von der Inquisition. Okay, da passieren wohl komische Sachen, die ich noch gar nicht mitgekriegt habe. Da eine ist eine wunderschöne, große, riesige Kirche. Heiße Kartoffeln? Ah ja, Was gibt's da? Eine U-Bahn-Station. Okay. Mit der U-Bahn bin ich noch gar nicht gefahren. Dann gucken wir mal schon da rein. Da war ich auch noch nie drin. Aha. Okay, vielleicht findet da so eine Art Weihnachtsgottesdienst statt. Aha. Ja, ist halt ein bisschen leer, aber wahrscheinlich ist da sonst ein bisschen mehr los. Ja, wir laufen einfach mal weiter und gucken uns ein bisschen um und dann kommen wir dann nachher auch noch zu meinem Häusle. Ich habe mir immerhin schon was zurechtgezimmert in der kleinen Hütte und eingerichtet. Und ja, wir laufen mal den Weg entlang da, Hanne. Geht's zum X-Mass Coffee. Was gibt's da, Hanne? Nicht auf das Dach klettern, Lebensgefahr. Rokishi. Rokishi ist gut in Flash. Ja, ich erinnere mich. Vorsicht. Da haben wir ein Café, das aber gerade geclosed ist. Also gucken wir auch nicht rein. Uiuiui. Schön. Es ist alles so wunderbar verschneit. Es ist so Idylle. Sieht einfach hübsch aus. Da Hanne ist gar kein Schnee. Entweder der hat da fleißig Schnee geschaufelt, der Typ, der seinen Namen nicht nachgeschrieben hat. Oder der hat beheizte Gehwege da. Das wäre natürlich Luxus. Heieiei, sowas habe ich nicht. Der Rau. Mann. Was gibt's da? Ach so, das ist wieder die U-Bahn. Ha, die nächste Station. So. Und da wohnt Ben Trex und Liquid Trex. Okay, und wer ist das? Moment. Der Peter Hase. Haha. Ist bestimmt ein Schneehase hier. Tada. Mal gucken, mal nur den Weg da entlang. Was? Der Geheimdienst. Mann, was es alles gibt da, Hanna. Ich glaube, da spielen einige ein bisschen so Rollenspiel. Ich habe da bisher nicht so arg teilgenommen. Da, Hanna, sieht man ganz viele Sachen. Es gibt Polizei, Ernst Lustig, Postcafé, Leighton baut dorthin, der Wiener Kaffeehaus, Zeitungsstation, KFC, Hashbäckerei, Bücherverkauf, alles Mögliche gibt's da. Heieiei, da ist einiges los auf jeden Fall. Und insgesamt ist auch viel baut. Ich würde ja jetzt Luft fliegen, das kann ich aber leider nicht. Deshalb müsst ihr es euch ja einfach vorstellen. Vielleicht finden wir einen höheren Punkt, wo man Luft klettern kann. Der Hanne zum Beispiel. Hui. Ich hoffe, da kommt jetzt niemand und schimpft mit mir. Man sieht auf jeden Fall, dass dahinter nun zu ganz weit bebaut ist. Eigentlich fast so weit man sieht. Und zwar in alle Richtungen. Und jetzt hat es sogar angefangen zum Schneien. Heieiei. Noch viel idyllischer da, Hanne. Eigentlich jetzt die ganze Zeit schon geschneit. Ich habe das bloß ausblendet, weil es mich normalerweise immer ein bisschen nervt. Aber jetzt darf es ruhig weiter schneien. So, wir laufen mal wieder da zurück zu's und gucken nach meiner kleinen Hütte. Der Weg da, Hanne, führt nur zum Spawn. Nicht bei dem Weihnachtsbaum und Weihnachtsmarkt ist der Spawn. Sondern den Weg oben, da ganz oben. Da, wo der Typ runterkommt. Ganz dort oben ist der Spawn. Und da Hanne kann man natürlich auch bauen, rechts und links. Da habe ich so meine Nachbarschaft hier. Das, okay, das ist nicht so, aber das da unten, das ist ein schönes Haus. Das gefällt mir. Da war ich auch schon drin und habe es besichtigen dürfen. Ja, manche sind ganz nett, aber manchmal liest man im Chat, verschwinden Sie von hier oder so. Das ist irgendwie komisch, so unweihnachtlich. Und da, Hanna, geht's zu meiner kleinen Hütte. Hier wohnt Fisch da. Das Schild hat mir jemand danach gehängt. Das war gar nicht ich.
Finde ich sehr nett, ich weiß nur nicht, wer es war. Wir laufen mal den Weg dann unter. Und gucke. Hier versucht der Fischer zu wohnen. Das bin ich und das sind meine Briefkasten. Da habe ich auch so kleine Lade eingerichtet, der aber noch nicht in Betrieb ist, weil meine Verkäuferin noch zur Schule muss. Ja, ja, die ist noch nicht fertig mit der Ausbildung. Aber sobald ich die fertig ausgebildet habe, dann geht der Hanne Geschäfte los. Ich sag mal noch nicht, um was es geht. Man könnte aber eventuell sogar drauf kommen. Naja, auf jeden Fall gehen wir mal rein in die Hütte. Tja, verschlossen drin. Wunderbar. Müssen wir aber wieder zumachen, sonst wird es so kalt dahin. Der Kamin habe ich nämlich ausgelassen. Und da Hanne ist so ein bisschen mein Wohnbereich, Esszimmer. Dahinter hat man gemütliche Ecke vorm Kamin. Abends, wenn's kalt wird, mache ich da eine Feierle, lese Buch. Ja, ja, ist ganz bequem da, ne? Da drin ist der Verkaufsraum, da lasse ich mal zu. Sonst kommt meine Verkäuferin raus und frisst uns alle. Ne, ne, Quatsch. Da haben wir drin haben wir noch Küche. Ja, ja. Mit einem kleinen Esstischle. Ja, ja, mehr nicht. Das ist alles ganz klassisch und klein. Oben geht's auch noch weiter. Wir gucken aber mal schon hinter das Haus. Da ist natürlich normalerweise die Garde, aber im Winter ist der natürlich zugeschneit. Und von der Seite sieht das Haus schon einiges größer aus. Ja, ja, wir haben auch oben noch Schlafzimmer und einen großen Weihnachtsbaum haben wir auch. Da steht der Hanne. Da hat man auch noch eine Sitzgelegenheit. Kann man so nachsitzen. So kann man sich da nachsitzen in die Ecke. Und da drüben steht der Weihnachtsbaum. Da steht der Weihnachtsbaum. Dann kann man da, ja, Geschenke auspacken, wenn es denn soweit ist. Die liegen schon da. Bloß auspacken dürfen wir sie natürlich noch nicht. Ist ja noch nicht mal Dezember. Aber, naja, bis Weihnachten ist es auch nicht mehr so arg lang. Da ist mein Schrank. Dahinter drin sind Geschenke, die noch niemand finden soll. Ja, ja. Und, ja, da habe ich ein bisschen meine Bibliothek, meine Hausbibliothek. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, gell. Und da haben wir da Eingangsbereich von oben. Führt auch noch mal den Weg her zu. Ja, ja, mein Haus ist so, ja, halb eingeschneit, kann man sagen. Und allgemein ist es eher so ein bisschen kleines, schlichteres Gebäude. Aber so gefällt mir das. Das macht was her, finde ich. So, und oben habe ich noch mein Bett. Hui. Kann man rein gehen. Da schlafe ich nachts so. Da ist mein Kleiderschrank. Ja, ja. Machen wir Roomtour durch mein Zimmer. Da zum Fenster aus sieht man gleich, wenn Gäste kommen. Und mein Kleiderständer natürlich. Mein grüner Pulli. Wenn es richtig kalt wird, brauche ich den. Und dahinter ist noch so ein Winkel. Ich traue mich da immer nicht so ganz rum. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, was dahinter drin wohnt. Mir gruselt es da manchmal ein bisschen davor. Deshalb beachte ich das lieber gar nicht so arg. Aber was es auch noch gibt, ist ein richtig tolles Jump'n'Run. Hui! Und hoppla! Ich bin Profi. Ich mach's nochmal im Moment. So, jetzt hat's aber geklappt. Und dann steht da, man sieht's ganz schlecht, Jump'n'Run geschafft. Ja, ja. Aber insgesamt war das jetzt so ein kleiner Einblick da, ne? Dass man weiß, was ich da Hanne so vor mich noch baue. Ich denke mal, dass ich von dem Server da Hanne nur so 2-3 Videos machen werde, aber nicht so richtig viele. Auch nicht jeden Tag im Dezember oder sowas, sondern einfach nur so zwischendurch mal, wenn ich gerade Lust drauf habe. Ich habe ja noch ein bisschen was vor da, auch mit dem Lädchen. Und allgemein gibt es doch immer mal wieder was zum Sehen auch da in der Welt. Und jetzt zum Schluss können wir nochmal sehen, da oben. Der Weihnachtsschlitter mit der Rentiere. Die Fliege da über die Map. Ja, ja. Das war's dann mit der kleinen Tour auf dem Server und durch mein Haus. Beim nächsten Mal haben wir noch ein bisschen was vor. Sind also gespannt drauf, was da noch kommt. Allgemein wünsche ich euch einen schönen Dezember. Schöne Winterzeit. Vielleicht schneit's ja mal. Und ja, macht's gut. Und bis zum nächsten Video. Tschüssle.